Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Home Deko Shopping Haul. Ich weiß, ich kaufe in letzter Zeit viel in dieser Richtung ein, aber ich liebe es einfach und ich mag das einfach so gerne, irgendwelche Kleinigkeiten umzustellen und schon sieht gefühlt das ganze Zimmer irgendwie ein bisschen anders aus und ja, man braucht nicht immer gleich große Möbelstücke verändern, sondern so die Kleinigkeiten machen es oft aus und da habe ich so viele tolle neue Sachen wieder entdeckt und ja, wollte ich mit euch teilen. Und wie immer findet ihr die ganzen Links auch in der Infobox drin. Also wenn ihr irgendwas nachshoppen wollt, dann könnt ihr das gerne auch machen. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Auch gerade in meinem Hintergrund hat sich ja so das ein oder andere verändert. Zum Beispiel habe ich hier diese hellgrauen Filzkörbe, die ich unglaublich schön finde. Das war so ein Zufallskauf bei IKEA. Ich kann euch den einmal hier zeigen. Ich finde ihn so schön. Also diese goldenen Details hier auch, die haben es mir sehr angetan. Das ist so eher alles schlichter, aber hat doch was Besonderes. Und auch diese Struktur, dass es hier so rüber geht, die kann man so zusammenknüpfen. Das ist an jeder Seite einmal so mit diesem goldenen Knöpfchen-Detail. Und ich finde das schön. Das hat irgendwie was Hochwertiges und die waren echt günstig. Ich glaube um die 9 Euro bei IKEA eben. Und da passt richtig schön Dekosachen rein oder was auch immer man da reinmachen möchte. Und da habe ich jetzt momentan noch nichts drin, aber da ist zum Beispiel jetzt auch bei mir ein bisschen Deko reingekommen. Und ich finde die wunderschön. Also ich finde, das peppt nochmal was auf, obwohl es dann im Ganzen doch eher schlicht ist. Aber es hat so ein bisschen einen besonderen Touch. Dann habe ich auf dieser Seite auch noch was Neues und zwar diese weißen Körbe hier. Ich finde die wunderschön. Die haben so einen natürlicheren Look und mit Weiß eben gemischt. Die sehen, ich zeige euch das mal von näherem oder von nahem, besser gesagt, so aus. Und das hat dieses Naturmaterial, Wasserhyazinthe, glaube ich, nennt es das. Und auch diesen wunderschönen ja, Ring, nenne ich es einfach mal. Ich finde, das hat was. Das ist richtig schön und das riecht irgendwie voll gut. So ein bisschen süßlich, ich weiß nicht warum, aber mir gefällt dieser Duft auch total gut. Aber hauptsächlich natürlich wegen dem Äußeren, weil man riecht es jetzt nicht in der Wohnung. Aber ich finde das ganz schön, dass es so die Natur ein bisschen vereint ist mit Weiß. Also ich mag ja auch sehr viel Weißes ganz gerne. Und dann ist es so eine Mischung aus beidem. Und gerade dieser Ring macht auch einiges aus, finde ich. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Das habe ich jetzt vom Mömax. Und das gibt es da auch schon, ich glaube, 2 Jahre oder so. Also ich weiß, es gibt schon sehr viel länger dort. Aber jetzt hat mich das so richtig erst überzeugt. Und ich wollte es dann auch in meiner Wohnung stehen haben. Dann habe ich mir auch noch so ein paar Pflanzen geholt, weil ich das doch ein bisschen schöner finde, wenn ein kleiner Touch mehr Grün so im Raum ist. Und habe mich zum einen für diese Pflanze hier entschieden. Ich blende euch den Namen und alles ein, beziehungsweise schreibe es nochmal unten in die Infobox rein, wie sich das genau nennt. Aber die hat mir sehr gut gefallen, so vom Grün einfach her, wie sie aussah. Und die hat so kleine weiße Blüten, vielleicht kann ich euch das hier mal so ein bisschen zeigen. Hat die zwischendrin immer mal wieder. Und ja, das fand ich ganz schön. Und dazu gab es auch diesen Topf dazu, also den konnte man extra kaufen. Und das Ganze ist übrigens auch von IKEA. Und das ist auch diese Wasserhyazinthe, also das gibt es momentan auch wieder häufiger. Nur eben in dem normalen Naturlook. Aber das hat mir auch gerade so ganz gut gefallen, dass so ein paar Elemente mehr in diesem Naturlook sind. Und ich habe nochmal sowas Ähnliches. Da oben, also auch mit so einem Topf da drumherum und dieses Bäumchen. Allerdings haben so ein paar Pflanzen, ja, so ein kleines Abenteuer hinter sich, kann man sagen. Also das hier war auch schon mal viel puscheliger. Ja, und ich habe die Vermutung, dass sie einmal einen großen Schaden genommen haben, weil an dem Tag, als ich die Sachen gekauft habe, das war so der letzte richtig heiße Tag oder einer der letzten richtig heißen Tage eben, da hat es über 30 Grad gehabt und die waren dann eben noch so 1,5 Stunden in dem Auto und ich war in der Zwischenzeit mit meinem Freund essen und ja, deswegen, das war keine so gute Idee und danach fielen erstmal ganz viele Blätter ab und die waren mega vertrocknet und ja, irgendwie habe ich mir da keine Gedanken gemacht, die Sachen im Auto zu lassen, obwohl es so mega heiß war und das Auto noch in der Sonne stand und da drin hat es über 40 Grad dann gehabt natürlich und ja, das war dann natürlich nicht ganz so geschickt, deswegen ist auch ein bisschen kahl geworden. Normalerweise war der richtig puschelig und hat dreimal so viel Blätter gehabt, aber ja, jetzt wird er natürlich gehegt und gepflegt und ich hoffe, es geht ihm dann auch bald wieder besser, aber ich fand ihn voll süß, also so ein kleines Mini-Bäumchen hier hinten fand ich einen schönen Akzent.
Und dann habe ich noch so eine ganz große Pflanze bei IKEA gekauft. Die ist wunderschön, hat allerdings auch durch diese Wärme im Auto ein bisschen einen Schaden genommen. Also mich ärgert es total, dass ich daran nicht gedacht habe, dass denen da viel zu heiß drin wird. Und ja, ich bin am Hegen und Pflegen, dass es ihr wieder besser geht. Und ich finde sie so wunderschön. Und auch dieser zweite Strunk, der da rauskommt, der ist viel fitter und ihr geht es jetzt schon auf jeden Fall besser. Und ich finde sie einfach mega schön und sie ist ein richtiger Hingucker in meiner Wohnung. Und dann habe ich mir noch zwei Sachen von meiner Amazon-Wunschliste erfüllt. Und ja, das klingt ein bisschen komisch, aber ich erfreue mich jetzt an meinem Marmor-Klodeckel oder beziehungsweise die ganze Toilette vorne rum sieht jetzt aus wie aus Marmor. Und das sieht so schön aus. Oh mein Gott. Ich hatte dieses Ding schon ewig in meiner Wunschliste und dachte mir, ja, mal sehen, ob du es machst oder so. Aber jetzt dachte ich mir, okay, komm, du wünschst dir das schon so lange und jetzt erfüllst du es dir endlich mal. Und ich sag's euch, das sieht so toll in meinem Bad aus. Und passend dazu habe ich mir so einen Waschbeckenstöpsel auch im Marmor-Look gekauft. Und gerade die Kombi so nebeneinander, Leute, ich liebe Marmor, das sieht so hammermäßig aus. Und dann kommen wir zum letzten Teil, was ich mir bei Depot gekauft habe. Und zwar dieses wunderschöne, ja, wie soll ich es nennen, Memo-Board. Dekobrett, wie auch immer. Und ich finde das so toll. Oh mein Gott. Das ist an sich, muss man sagen, eine einfache Holzplatte mit Löchern drin und dann diese weißen Gummibänder da durchgezogen. Aber mir hat das so gut gefallen. Auch gerade wie diese Bänder gespannt worden sind. Und ja, eigentlich kann man es super leicht nachmachen. Aber ganz ehrlich, bis ich mir so ein Holzbrett zugelegt habe und genau diese Löcher in der richtigen Reihenfolge da reingemacht habe und die Gummibänder, also nee, dann kaufe ich es mir dann doch eher einfach so. Und finde das so toll, da kann man alles Mögliche reinmachen. Also das ist wie so ein Pinboard, nur dass man es halt eben darunter schieben kann. Und ich kann es euch auch mal einblenden, wie das bei mir gerade aussieht. Ich werde da auch noch persönliche Bilder reinmachen und dann sieht das mega cool aus. Und man kann es halt super leicht austauschen und ist einfach mal was anderes wie ein normaler Bilderrahmen. Und ich finde auch allein so schon sieht das mega cool aus. Und ich stehe auf so geometrische Formen und Muster und so weiter. Und das hat mich richtig überzeugt und habe das sogar jetzt doppelt gekauft, weil ich das so schön fand, auch das untereinander mal zu haben. Und ja, hat mir auf jeden Fall super gut gefallen und musste mit. Ja, und das war's mit meinem Deko-Home-Haul. Die Sachen findet ihr wie immer verlinkt unten in der Infobox drin. Da sorge ich eigentlich immer dafür, dass ihr alles Mögliche wiederfindet. Und ja, hoffe, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!